So Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Need for Speed Underground 2. Dies hier wird der Part sein, in dem sich die meisten von euch wahrscheinlich jetzt langweilen werden, weil wir hier die URL bzw. die Underground Racing League jetzt hier erstmal weiterführen für $5,000. Könnte natürlich sein, dass es ein Turnier ist, könnte aber auch sein, dass es kein Turnier ist. Ich weiß es nicht. Wir werden es ja gleich erfahren. Sind nur 4 Runden, also vermute ich, dass es doch ein Turnier sein wird. Aber nicht so wild, dafür mache ich ja jetzt noch den dritten Part heute Abend. Ja, Mitsubishi gegen Mitsubishi. Eclipse von dem sieht aber auch nicht schlecht aus, zumindest die Farbkombi gefällt mir relativ gut. Huch. So. 4 Runden, alles klar. Dann wollen wir hier mal das Ding so schnell wie möglich zu Ende bringen. Auch wenn es wirklich ein Turnier ist, dann habe ich ehrlich gesagt bestimmt keinen Bock mehr, dann direkt danach noch ein URL-Rennen zu machen. Aber was muss, das muss halt manchmal. Ich muss die URL-Rennen so oder so beenden, ob ich jetzt will oder nicht. Ach mein Gott, ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann plapper ich halt wieder ein bisschen Scheiß im Hintergrund oder sag halt einfach mal gar nichts. Dann geht das Ding auch irgendwann mal vorbei. Ihr habt es einfach, ihr könnt ja einfach vorspulen, wenn euch das Ding nicht interessiert. Wobei, wenn man schon so anfängt zu quatschen, für was macht man das Let's Play? Nein, ich will es durchziehen, meine Fresse. Und wir werden es hier auch durchziehen. Ich meine, ich würde das Spiel ja nicht spielen, wenn es keinen Bock machen würde. Und Underground 2 macht halt schon Laune. Von dem her, scheiß auf URL-Rennen, scheiß drauf, wie lange sie gehen. Ich bin froh, dass ich das Spiel überhaupt spielen kann. Gab nämlich eine Zeit, wo ich noch auf die Schule ging und ich das Spiel eine Zeit lang nicht spielen konnte. Weil, ich glaube, da war irgendwas mit meinem PC. Ich glaube, die Festplatte oder so war kaputt. Weiß es gar nicht mehr. Das war mein allererster Rechner und irgendwas stimmte damit auf jeden Fall nicht. Da konnte ich kein Underground 2 mehr spielen. Oh, das war der Horror. Das war der Horror. Das war der Horror mit Ö und R. Horror. Deshalb bin ich froh, dass ich das Spiel überhaupt spielen kann. Vor allem, dass ich von EA die Duldungserklärung bekommen habe, dass ich es auch Let's Playen darf. Ich meine, von EA ist es ehrlich gesagt keine Kunst, die zu bekommen. Man muss eigentlich EA nur eine E-Mail schreiben, von wegen, hey, du bist der und dies, du machst jenes und menes. Und dann noch einen Link zu deinem Kanal dazu und schon kriegst du das Ding per E-Mail geschickt. Dum, 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 dum. So, wir sind auch schon in der letzten Runde. Ja, guck mal einer an. Es geht doch eigentlich relativ flott. Was meckere ich denn eigentlich die ganze Zeit rum? Und für $5,000 muss man halt dann doch schon ein bisschen was machen. Ist ja, ne? Mit irgendwas müssen wir unsere Kohle ja hier im Spiel verdienen. Und wenn wir für $5,000 halt eben 3 Minuten 30 ein Rennen fahren müssen, dann ist das halt eben so. So, next race. Direkt, ohne lange rumzufackeln, das nächste Rennen machen. Der Audi hat natürlich auch Allradantrieb, deswegen geht er auch vom Start her so ziemlich schnell weg. Kurven scheint er aber wohl nicht ganz so stabil zu laufen. Oder der Fahrer kann nicht fahren. Wobei, Audi, ich muss ja ganz ehrlich zugeben, Audi hat schon ziemlich gute Allrad-Fahrwerksabstimmungen. Eigentlich sind die Teile in den Kurven doch ziemlich gut.
Ja, apropos so Allrad-Fahrwerksabstimmung und so. Ich bin jetzt wirklich am Überlegen, ob wir nicht das nächste Mal eventuell auf dem Dyno fahren. Das Problem ist halt nur eben, wir haben noch nicht alles freigeschalten an Tuning-Teile. Und ich glaube, wenn man extrem freigeschalten hat, dann gibt es ein paar extra Einstellungen, die man machen kann auf dem Dyno. Boah, das war jetzt ziemlich schlecht gefahren. So, hier geht eine Runde auch 1:12. Ziehen eine ganz schöne lange Rauffahne hinter uns. Nein, keine Sorge, eure Kopfhörer sind nicht kaputt. Ich bin gerade nur nicht am Labern irgendwie. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich auch großartig sagen soll, Leute. Ich bin nur mal gespannt. Also jetzt, wo ich diesen Part hier aufnehme, da habe ich, glaube ich, Part 22 noch gar nicht hochgeladen. Genau, Part 21 ist gerade am Hochladen, Part 22 habe ich noch gar nicht hochgeladen. Ich bin nur mal gespannt, ob sich jemand denn meldet bezüglich Ideen wegen Tuning und so für das nächste Auto. Ich glaube aber aktuell gucken dieses Let's Play an sich nicht viele Leute, die hier großartig mitstimmen könnten. Ich bin trotzdem mal gespannt, ob sich da jemand meldet oder nicht. Natürlich nicht vergessen, mal aufs Erscheinungsdatum zu gucken. Also, wenn du dieses Let's Play 2017 gucken solltest, dann ja, brauchst du ja auch nicht mehr schreiben, was für ein Auto, beziehungsweise wie das nächste Auto aussehen sollte, schreiben. Weil da ist das Let's Play höchstwahrscheinlich schon beendet. Aber falls du dieses Let's Play tatsächlich 2017 gucken solltest, dann Grüße aus der Vergangenheit, aus 2015. Dieser Gedanke ist doch schon ganz lustig eigentlich. So, wir haben jetzt dann tatsächlich noch eine Runde vor uns. Auf dieser Strecke. Kann ja sogar sein, dass dieses Turnier mit 3 Rennen läuft und nicht nur mit 2 Rennen. Das heißt, danach müssten wir vielleicht sogar noch ein Rennen machen. Wer weiß, das gibt es alles. Huch. Das war jetzt aber sehr eng genommen, mein Freund. Das war jetzt aber verdammt eng hier. Guck mal, die überholen mich ja schon gleich wieder. Aber wenn das jetzt in der letzten Runde passieren sollte, dann werde ich mir natürlich wieder in den Arsch beißen. Weil das halt extremst uncool wäre. So wie das hier zum Beispiel. Die Kurve, die hätte man... Oh, der hätte sich ja fast gedreht. Die Kurve hätte man jetzt auch ein bisschen besser nehmen können. Also die Autosounds hier, die hören sich schon brachial geil an. Also immer wenn so der Auspuff so ein bisschen knallt im Hintergrund, dann denke ich immer wieder daran, dass es heutzutage immer noch Spiele gibt, die es kaum so gut hinbekommen wie Underground 2 damals. Echt heftig. So, das war's Gott sei Dank in diesem Turnier. Da haben wir das hier schon mal beendet. Ja, neu Inventory. Genau, New Inventory in der... Carlo, Alter! Wie viele Rundkursrennen hier sind. Guck mal auf die Minimap. Da leuchtet es nur lila. So, bei wie vielen Minuten? Wir sind jetzt bei knapp 10 Minuten. Das heißt, das nächste Rennen machen wir auf jeden Fall noch. Und vielleicht werden wir dann auch schon nach diesem Rennen wieder was Neues freischalten. Im Car-Loot. Car-Lot. Car-Lot eigentlich heißt es. Also Car-Lot und nicht Car-Loot. Und dann müssen wir nicht hin und her fahren die ganze Zeit. So, das hier wird 100% auch wieder ein Turnier sein. You better pull this corner and these cats are gonna get you through the event. If you don't, they run with the top and this is your chance to squeeze in. Not in front in so road on the shit. Oh, 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 oh! Shh, shh. The Wraiths have been putting it down out there, doing anything it takes to win. Check it out.
Their boss, Caleb, has been working backroom deals trying to take control. Sponsors do everything through me, and I stand to lose big time. But you, you stand to lose even more. If he wins, he'll change everything. With the history the two of you have, you can forget about racing anywhere in Bayview ever again. But if you keep winning and scoring all them sponsors, he won't have anyone to turn to. They'll kick him to the curb. Just remember, you have to keep winning. Ich habe die Story von Need for Speed Underground 2 schon komplett vergessen. Ich weiß nicht, in Underground 2, die schiebt man so vor sich hin und schüttelt sie dann irgendwann mal ab. Aber wir müssen weiter gewinnen, 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 gewinnen. Und dann läuft das auf jeden Fall hier für uns. Und für den anderen Bösen halt dann eben nicht. Ich habe mich mit der Story von Need for Speed Underground 2 noch nie so wirklich befasst, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, den kann ich also nicht drehen. Da war ich wohl schon ein bisschen ja, zu weit vorne. Das sind auch wieder 4 Runden, das heißt, das wird höchstwahrscheinlich auch wieder ein Turnier sein, aber hundertprozentig. Das ist ja das Lustige, ab und zu mal gibt es auch so URL-Rennen, wo man auch so, weiß nicht, $5000 bekommt. Und das Rennen ist dann tatsächlich nur 4 Runden lang. Also wirklich nur ein Rennen dabei. Das ist manchmal ganz schön verwirrend. So, das ist jetzt tatsächlich dieselbe Strecke, die wir gerade eben schon mal gefahren sind. Das heißt, insgesamt fahren wir jetzt 8 Stunden auf... 8 Stunden. 8 Runden auf dieser Strecke. Ah, das ist halt so eine Sache, die geht so ein bisschen auf den Nerven. Aber ist ja in Ordnung so. Ist es wirklich in Ordnung. 12 Minuten sind wir jetzt auch schon teilweise. Das heißt teilweise, mittlerweile wollte ich sagen, nicht teilweise. Mittlerweile, nicht teilweise. Wie ich gerade die Kurve genommen habe, das war total bescheuert. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Save your money. Also, ja, 2 URL-Rennen haben wir dann wieder beendet. Ich hoffe, dass wir nach diesem Rennen dann wieder was Neues im beim Fahrzeughändler kriegen. Eventuell haben wir ja Glück und der Pontiac ist diesmal dabei. Also ich will mir den Pontiac definitiv kaufen. Ob er jetzt gut ist oder nicht, das kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, weil, wie gesagt, ich habe ihn noch nie gehabt hier in der Karriere. Kann auch sein, dass ich mit dem Pontiac einen totalen Fehlkauf mache. Aber ich möchte ihn gerne mal ausprobieren. Ich würde ihn gerne mal haben im Spiel. Und ja, deswegen werde ich einfach versuchen. Wenn es halt nichts taugt, das Auto, dann werden wir halt weiter uns mit dem Eclipse befassen. Aber ich glaube nicht, dass der Pontiac nichts ist. Ganz ehrlich. Der wird ja Drehmoment ohne Ende haben wahrscheinlich. Ein V8-Motor ist dann schon wieder was anderes wie ein 6-Zylinder. Hier zum Beispiel ein Nissan Skyline drin ist. Der 6-Zylinder. Der Evo zum Beispiel hat nur einen reinen 4-Zylinder. Und der hier, ganz ehrlich, ich weiß nicht, was für ein Motor der Eclipse drin hat. Aber ich vermute, hat der einen 6-Zylinder drin? Ich weiß es ehrlich nicht. Eventuell gibt es den auch mit verschiedenen Motorausführungen. 6-Zylinder und 4-Zylinder, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. So, das ist auch schon die letzte Runde. Oh, Gott sei Dank. Cool. Das ist das Coole, wenn man die ganze Zeit nur am Schwafeln ist und so ein bisschen überlegt während dem Rennen und sich nur so halbe drauf konzentriert, dann vergeht die Zeit doch relativ schnell. Allerdings im falschen Gang. Ja, dann haben wir aber trotzdem immer noch 2 Rennen auf dem Flughafen zu beenden.
Und die werden wahrscheinlich auch wieder länger gehen. Oh Mann, da werden noch so hässliche Streckenlayouts kommen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schluss mal wieder Nitro machen. Und die 290 haben wir leider nicht mehr ganz erreicht. So, next race, bitte. Keine Zeit verlieren, direkt weitermachen einfach. Bin mal gespannt, was das hier für ein Streckenlayout ist. Könnte aber sogar sein, dass das hier das längste Streckenlayout ist. Ich glaube, das ist tatsächlich so. Wow, was ist denn hier los? Auch für das, dass Underground 2 so alt ist, ich muss ganz ehrlich sagen, das sieht teilweise immer noch ziemlich cool aus. Von der Grafik her, hallo? Überlegt man, das Spiel ist, glaube ich, aus 2004. Ist das Spiel aus 2004? Ich glaube, es ist aus 2004. Und seht euch mal die Grafik an. Die sieht trotzdem noch ziemlich, ziemlich gut aus. Also ganz ehrlich, Leute, da gibt es aktuellere Spiele, die sehen hässlicher aus. Okay, das ist wohl doch nicht der längste Streckenlayout. Beziehungsweise es kann sein, dass das der längste ist, nur halt ist der halt doch relativ schnell, weil er relativ schnelle Kurven hat. Bis auf dieser Abschnitt hier. Also wirklich, wenn ich mir da andere Spiele angucke, die, weiß ich nicht, 2012 oder so gemacht worden sind oder 2013 oder wie auch immer. Es gibt heutzutage Spiele, die sehen schlechter aus wie das Spiel, das 10 Jahre alt ist und noch mehr. Also es ist auf jeden Fall älter als 10 Jahre. Weil ich kann mich daran erinnern, dass Most Wanted 2005 kam und das ist ja der Vorgänger von Most Wanted sozusagen. Also muss er ja über 10 Jahre alt sein. Also, ja. Mich juckt die Nase, Alter. Das nervt jetzt. Wow. Habe jetzt gedacht, ich verhaus mal wieder. Hier so auf den Curbs, da fängt man auch schnell an, sich zu drehen. Das ist manchmal ganz tricky, weil oftmals passiert ja sowas genau in der letzten Runde. Am besten noch direkt vor dem Ziel und dann wird man noch überholt. Dadurch, dass wir jetzt allerdings das erste Rennen ja Erster geworden sind, glaube ich, können wir ruhig dieses Rennen als Zweiter wenden. Aber ich will es auch nicht riskieren, sonst stehen wir später doch als Zweites da und das wäre ja ziemlich bescheuert. Da müssen wir das komplette Rennen nochmal von vorne machen. Nicht nur das Rennen, sondern das komplette Turnier. Glaube ich. Oder kann man auch das einzelne Rennen nochmal neu starten? Ich glaube nicht. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Oh, wie schlecht fahre ich denn jetzt eigentlich? Ich sollte mich vielleicht aufs Fahren konzentrieren und nicht aufs Babbeln. Ach, einen Moment. Scheiß Nase, hör auf zu jucken. Meine Fresse, ey. So. Letzte Runde, ne? Ja, tatsächlich letzte Runde. Und ich hoffe, dass es auch das letzte Rennen des Turniers war. Also das hier ist schon ein ziemlich schneller Abschnitt hier. Kann man relativ schnell fahren. Also ich meine im vierten Gang bei 200 km/h. Ist das nicht schlecht? Ist schon wieder so schlecht gefahren. Aber was habe ich jetzt für Probleme? Vorher habe ich die Kurve immer relativ gut gemacht. Und jetzt verhaue ich sie andauernd.
So. Das war's, Gott sei Dank. Wir werden jetzt in diesem Part nicht mehr viel machen. New Inventory in the Car Lot. Perfekt. Das heißt, wir werden jetzt noch schnell zum Autohändler fahren und dann werde ich einen Cut machen. Ja, denn das war's dann auch schon für heute. Wir sind jetzt auch schon wieder bei 20 Minuten hier. Ich wollte schon wieder 22 Minuten sagen. So langsam fange ich auch wieder an zu nuscheln, weil ich heute schon wieder so viel geredet habe. Das ist ja nicht die erste Aufnahme, die ich heute mache. Um ehrlich zu sein, ist das die vierte. Naja, die vierte Aufnahme. So, und ich bin es halt nicht gewohnt, so viele Aufnahmen direkt hintereinander zu machen. Nicht so wie andere große Let's Player, die mal eben 4 Stunden am Stück aufnehmen zum Beispiel. Yo, darum will ich mich jetzt kümmern. So, mal gucken, was wir Neues freigeschalten haben. Haben wir den Audi TT schon gehabt? Ich glaube schon, ne? Oh, den Infiniti G35 und den Mitsubishi 3000 GT. Also der Mitsubishi 3000 GT ist auf jeden Fall auch ein geiles Auto. Der sieht ziemlich, ziemlich geil aus. Finde ich. Also so einen in echt zu haben, wäre bestimmt auch ziemlich cool. Okay, es ist aber jetzt nichts dabei, das mich ehrlich gesagt ansprechen würde, mir als nächstes zu holen. Aber der G35 hat auch eine geile Form. Sieht auch ziemlich cool aus. Übrigens, den hier gibt es zum Beispiel auch als Nissan Skyline. Ich glaube sogar als Viertürer, wenn ich mich nicht irre. Denn Infiniti ist halt nur ist eine Tochterfirma von Nissan, soviel ich weiß. Wenn ich mich denn nicht irre. Ja, also doch nichts Neues, das ich mir gerne zulegen würde. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Und wie gesagt, ich werde jetzt einen Cut machen. Ich habe für heute genug aufgenommen. Zumindest für Underground 2. Ne, ich denke, ich werde heute auch ETS 2 nicht mehr aufnehmen. So, wir haben neue Taillights. Neue Rückleuchten freigeschalten. Exhaust Tips. Ja, an sich ganz cool. Wir sind heute relativ weit gekommen. Bei wie viel Prozent sind wir denn jetzt nun? Region complete. World. Hey, hier war ich noch nie. Moment mal, das hier habe ich noch nie gesehen, Alter. Das sehe ich jetzt zum allerersten Mal. Oh mein Gott. Wir sehen hier, was wir machen müssen, um zur nächsten Stage zu kommen. Wir müssen jetzt noch 8 Rennen gewinnen. Oha, wir müssen noch 4 URL-Events machen. Und die 3 DVD-Covers. Ey, Leute, ich sehe das hier wirklich jetzt zum allerersten Mal. Ich glaube, ich hätte mir vorher so viel Zeit ersparen können, wenn ich das vorher gewusst hätte. Alter, ich sehe das zum allerersten Mal. Und das hier sind die Unlocks, die wir wahrscheinlich noch machen müssen, oder? Ja, das sind die 6 Sterne, 5 Sterne, 4 Sterne. Ich glaube, die 2 haben wir eigentlich schon freigeschaltet. Wir müssen die jetzt nur noch fotografieren lassen. Ich glaube, 6 Sterne hat unser Auto noch gar nicht. Wir können das ja auch nachgucken. 5 Sterne haben wir. Das heißt, 6 Sterne müssen wir erreichen. Wir sind bei knapp 40% im Gesamtspielverlauf. Allerdings werden wir das Spiel wahrscheinlich vorher schon durch haben. Also nicht bei 100%, sondern so bei, ich schätze jetzt einfach mal 80%. Weil wir ja später nicht mehr viel freischalten. Eigentlich gar nichts mehr. Nach dem Kotflügeln werde ich Schluss machen mit dem Let's Play. Und dann sind wir, glaube ich, so irgendwie bei 80%. Irgendwie sowas wird sein. Aber das hier habe ich wirklich noch nie gesehen, Alter. Das flasht mich gerade total voll. Ich hätte mir gewünscht, dass ich das vorher gewusst hätte. Dann hätte ich nämlich vielleicht einiges an Rennen sparen können, eventuell. Wir müssen auf jeden Fall, wie gesagt, jetzt noch 8 Rennen machen. Ich will jetzt mal ganz kurz gucken auf der Karte. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Das heißt, wir müssen gar nicht alle Rundkursrennen machen. Das ist ja auch nicht so schlecht. So, das hier ist... Auf jeden Fall müssen wir die Sterne machen. Wir haben hier auf jeden Fall noch 4 Stück. 3 müssen wir machen. Einen muss ich erst noch freischalten, und zwar den mit 6 Sternen. Das heißt, so ein paar Carbon-Teile eventuell mal verbauen, damit wir Sterne hochpushen. Und, huch! Ach ja, das habe ich euch auch noch nicht gezeigt. Das hier ist dieses NOS Purge. Ja, jetzt haben wir mal eben Nitro alles verbraucht auf einmal.
So Leute, aber jetzt werde ich erstmal einen Cut machen. Wir sehen uns dann im nächsten Mal wieder. Haut rein, macht's gut, bis dann. Tschüss.